Herzlich willkommen zu Backpackers Guide to the World. Ich bin gestern in Yangon angekommen, in Myanmar, und mache heute eine Lauftour und dachte, ich nehme euch da mal mit. Los geht's bei der sogenannten Sule-Pagode. Diese liegt sehr zentral und ist wie eine Verkehrsinsel gebaut. Allerdings habe ich mir diese nicht von innen angesehen, da ich wusste, dass es noch viele weitere Pagoden in Myanmar auch kostenfrei zu sehen gibt. Zur Orientierung nutzte ich meinen Reiseführer. Dort war auch eine Route beschrieben. Diese führte an vielen alten Gebäuden vorbei und endete letztendlich bei Yangons größtem Markt. Wer Souvenirs kaufen will, der findet dort so einiges. Allerdings war es mein erster Tag und deshalb habe ich mir die Sachen nur angeschaut. Als nächstes stand die berühmte Svedagon-Pagode auf dem Programm. Auf dem Weg dorthin habe ich folgenden Tempel entdeckt. Er sieht fast aus, als ob er verschwindet, und es wirkte so, als ob er irgendwas mit Wasser zu tun hat. Die Svedagon-Pagode ist die größte und bekannteste Pagode in ganz Myanmar. Sie hat auch eine lustige Legende, denn ihr Inneres soll angeblich 8 von Buddhas Haaren beherbergen. Das macht sie auch so wichtig für viele buddhistische Pilger. Für sämtliche Pagoden und heilige Stätten in Myanmar gibt es eine Kleiderordnung. So dürfen diese nur ohne Schuhe und Socken, mit bedeckten Schultern und langen Hosen betreten werden. Leider wurde zum Zeitpunkt meines Besuchs an der Svedagon-Pagode renoviert, doch trotz der Baustelle würde ich behaupten, dass sich die Besichtigung immer noch lohnt, auch wenn diese mit 8000 Chat, was etwa 8 Dollar ist, relativ teuer ist. Hier ist das Ganze nochmal näher zu sehen. Der sogenannte Kandafgi Park, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, bildet den Abschluss der heutigen Lauftour. Man kann dort über das Wasser auf einem riesigen Steg entlang spazieren. Ist der Ausblick auf den Palast nicht wirklich schön? Und das war's für heute aus Yangon in Myanmar. Ich hoffe, euch hat die Lauftour gefallen. Dieses Video ist übrigens das erste meiner Serie Myanmar Spezial. Bald werden weitere folgen. Vielleicht habt ihr auch Interesse an anderen meiner Videos, wie zum Beispiel der Bergtour zu Mount Fuji in Japan oder das Video zum Mekongmarkt in Thailand. Für Smartphones habe ich diese in der Infobox verlinkt, genauso wie das dazugehörige Blogpost.